Gut, erstmal schön, dass du zu meiner Veranstaltung gekommen bist. Ich habe hier nochmal die Bilder ja. für die Anwendung vorhin. Hier nochmal schon vorher, nachher. Ja, ich glaube, das ist ein Unterschied wie 20, ja, ja, 30 ja, ja, Jahre. Ja, ja. Wir hatten vor kurzem von der Veranstaltung in Wien eine Schauspielerin dort, die auch einen ähnlichen Effekt hatte und die meinte, auf die Frage, ob sie es denn weiterempfehlen würde, meinte sie, ich wäre ja gemein, wenn ich es nicht machen würde. Ja, meine ja. Freunde sind mir verstehe, heilig. Verstehe. Was würdest du es deinen Freunden weiterempfehlen, Schauspielkollegen? Natürlich, also wenn man den Beweis, es geht ja wie in der Juristik darum, was man sagt, beweisen zu können. Hm. Nicht? Man kann ja viel sagen, aber dazu würden solche Aufnahmen helfen. Ja. Wie kann man das, jetzt muss ich fragen, jetzt rein, um das weiterzuführen, da müsste ich auch mit Kamera arbeiten. Also, oder eine Kamera vorher, bereit, nachher, eine Kamera ist ein großes Wort, ein Fotoapparat bereit haben. Vorher, nachher Foto ist natürlich damit immer empfehlenswert. Damit derjenige, ja. dem ich das empfehle, selber sieht. Das wäre natürlich da, super. Weil ja. Man überzeugt ja. Ja, durch das Foto, absolut. Reden kommen wir ja früh, das ist ja bekannt, ja, ja. Wenn man ihm das beweist. Genau. Ich glaube, wenn du den Personen schon das Bild von dir zeigst, ich ja, glaube, dann haben sie eigentlich fast keine Fragen mehr. Aber ich hoffe es ja nicht. Ja, ich sende es dir natürlich zu, das ist ja kein Problem. Jetzt kommen wir direkt zum Punkt. Und das ist ja immer entscheidend im Leben. Man kann dies und dieses der Ansicht sein oder meinen, aber wenn ich einsteige bei euch, dann muss ich wissen, wie ich das anpacken muss. Mhm. Und ihr habt das, ich das habe ja, ja gesehen jetzt, aber wenn ich jemand gewinnen will und ihn überzeugen will, dann muss ich das auch so machen. Ja klar, das wäre kein oder Problem. Sollte ich eine Kamera haben, ja, weil jeder, der das, wenn du ihn überzeugen kannst, wenn er das sieht, ist das was ja anderes, als wenn du ihm das quasi ja einredest. Das heißt, du wärst sozusagen unsere älteste, aber auch überzeugendste ja Vertriebspartnerin. Ja, und vor allen Dingen, die Logik würde da eine Rolle spielen. Ja. Wenn es jemand nützt oder braucht, dann bin ich es, weil ich natürlich logischerweise nach diesen vielen Jahren vom Leben gezeichnet, was das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, die Spuren sind da, für die ich mich ja nicht schäme, aber wenn man sie mildern kann, ja, absolut, dann ist das ich meine, gut. In so kurzer Zeit. Und wie gesagt, ich habe, das könnt ihr aus meinen Interviews entnehmen, ich habe natürlich noch viele Auftritte, und wenn es, wie er sprach, von diesen 3 oder 6 Stunden, dann wäre ja das der 6 Moment, bis 12 Stunden. Ja, genau. Dann wäre ja das, dass ich sage, wenn ich ja, jetzt, absolut. Ja. Denn die Bühne ist ja meine Existenz, das ist ja mein Beruf. Ja. Bin 72 Jahre im Showbusiness. Das ist besonders für mich und vielleicht auch Frauen, die im öffentlichen Leben stehen, wie auch immer, nicht noch mehr von Wichtigkeit wie die letzte Bauersfrau, die Kür macht. Ja, da ist es vielleicht nicht von der Bedeutung. Stimmt das? Ja, ja, also von der Logik her. Man muss ja immer an die Dinge herangehen, auch von der Logik. Ja. Denn nur wenn was logisch ist, absolut, wird es dieses Produkt überzeugt. Ist absolut logisch, ja. Und überzeugen ist das Wichtigste. Dass du überzeugst, also das gehört zu meinem Beruf. Ja. Gut, was ich dich noch fragen wollte. Bitte. Ich habe vor kurzem gesehen, du bist ja auch als Grand Dame von dem Traditionshaus ja 2013 gewählt worden. Wie kam es dazu? Ja, also dieser Direktor von dieser Firma sagte mir, ich habe es im Internet gesehen, die ist es. Ich bin dann nach Berlin eingeladen worden mit der Marille, die dabei war. Und da ging es darum, dass das sich identifiziert mit dem Namen Diva. Was stellt man sich unter einer Diva vor? Zur Diva wirst du vom Publikum gemacht. Nicht, dass du dir das einbildest. Ja, von den anderen. Der Erfolg spiegelt sich wieder was. Ach so, Entschuldigung. Ja, und es
ihr wisst ja alle, 72 Jahre bin ich im Beruf. Wenn es ich nicht drauf habe, wer soll es dann drauf haben? Natürlich. Ne? Also ich habe mich zwar immer selber verkauft, also ich habe eine Ausbildung in Salzburg, Mozarteum, klassische Gesang, klassische Musik, habe aber danach, nach dem Krieg, 23 bin ich geboren, 90 Jahre bin ich alt, habe ich natürlich sämtliche Stilarten, die gefragt wurden und wichtig waren, sie American Style, ein bisschen, nicht gerade Jazz, aber weißt schon. I'm in the mood for love. Und so, naja, habe ich alles drauf, weil jetzt, ich bin so ehrlich, euch das zu sagen, es ging mir auch um schlicht und einfach ums Money. Weil nach dem Krieg war natürlich Oper nicht so in, kann man sich vorstellen. Aber die Amerikaner kamen und der neue Stil. Und den habe ich mir dann angeeignet. Weil er ja können Sie das? Können Sie diese und diese? Wenn es nicht kommt, habe ich es gelernt. Also ich schwöre euch, ich habe alles drauf, was ihr euch denken könnt, was wichtig war damals. Nicht? Also ich wollte es, auf Jiddisch, ich will mich nicht beriemen, aber wenn ich von was überzeugt bin, ich muss natürlich überzeugt sein, dann bringe ich das auch rüber. Ich schwöre. Das kann ich mir gut vorstellen. Ne? Gut, ich danke dir vielmals für dein Kommen. Ja, und wenn wir, also wir werden uns, wenn ihr wollt, um Gottes Willen, es geht ein bisschen mit anderen. Also, ja. Dann können wir uns nochmal intensiv unterhalten, wenn wir das anpacken, dass die Geschichte Hand am Fuß hat. Ja, so. Das hat sie auf jeden Fall. Man sieht, also Ultimate Young, ein Geschäft für Jung und Alt.